Schnürchen, Mr. Cast. Ich wäre zu gern dabei, wenn Ganimar merkt, dass die Statue verschwunden ist. Ich bringe sie Ihnen, wenn sich die Wogen etwas geglättet haben. Ja, sie ist an einem sicheren Ort. Sie können sich da ganz auf mich verlassen, Mr. Cast. Als Präsident des Verbandes Freunde der Kathedrale von Barcelona ist es mir eine große Ehre, dem französischen Volk meinen Dank für dieses wunderschöne Geschenk auszusprechen, das man unserer Kathedrale so großzügig gespendet hat. Dieses Geschenk wird die spanisch-französische Freundschaft symbolisieren. Lupin lädt uns ein, mit ihm Ferien zu machen, aber du schleppst mich zu dieser Pressekonferenz. Schmecks, ich kann nichts verstehen. Deshalb ist es mir auch eine große Freude, die Enthüllung dieses Meisterwerks dem Mann zu übertragen, der für einen sicheren Transport gesorgt hat. Darf ich vorstellen? Meine Damen und Herren, Inspektor Ganimar! Bravo! Inspektor Ganimar! Gut gemacht, Inspektor! Wunderbar! Sehr wunderbar! Schauen Sie doch mal bitte in die Kanzler. Aber, also, die Statue ist weg! Sie ist gestohlen worden! Tja, jetzt wird es langsam spannend, oder? Inspekteur, würden Sie ihn mir geben? Wen? Ich möchte bitte den Schlüssel der Alarmanlage haben. Den Schlüssel? Ja, den habe ich. Wo ist er denn? Ich hatte ihn in dieser Jackentasche. Das ist aber sehr ärgerlich. Sie sind doch der Einzige, der einen Schlüssel zur Alarmanlage hat, oder? Nun ja, ich denke schon. Ohne den Schlüssel gab es keine Möglichkeit, die Statue zu stehlen. Also muss derjenige, der die Statue gestohlen hat, auch einen Schlüssel gehabt haben. Nicht wahr? Aber Sie werden doch nicht etwa mich verdächtigen! Inspekteur Ganimar, Sie stehen unter Verdacht, ein Verbrechen begangen oder zumindest begünstigt zu haben. Und aus diesem Grund sind Sie vorläufig festgenommen. Was für eine Sensation! Diese Story muss ich unbedingt auf der Titelseite haben. Aber nein, Sie machen einen großen Fehler. Der Inspekteur ist ein ehrlicher Mann. Sie habe ich bis jetzt noch nicht unter Verdacht. Falls Sie jedoch sein Komplize waren, werde ich das herausfinden. Ich werde eine Beschwerde einreichen. Sie können mich nicht so einfach festnehmen. Es gibt also keine Möglichkeit, die Alarmanlage ohne den Schlüssel abzustellen. Nein, die gibt es nicht. Das ist schon seltsam, nicht wahr? Auf mir lastet es jetzt, den Ruf der französischen Polizei zu retten. Kommen Sie mit, Sergeant. Wir bringen Sie zu Ihrem Hotel zurück. Das ist eine gute Idee. Tja, vielleicht hat der Inspekteur den Schlüssel auch nur im Zimmer liegen lassen. Lupin, haben Sie heute schon Kellys Artikel in der Zeitung gelesen? Nein, ich habe ihn noch nicht gelesen, Gronja. Dann lese ich's vor. Eine von Frankreich gespendete Statue wurde in Barcelona gestohlen. Und wissen Sie, wen Sie festgenommen haben? Den lieben Ganimar. Ganimar? Der Mann, der mich hinter Gittern sehen möchte? Das geschieht ihm recht. Bereiten Sie alles vor, Gronja. Wir fliegen heute Abend nach Barcelona. Thank you.
Wir stehen kurz vor einem diplomatischen Zwischenfall, der sich durchaus vermeiden lassen könnte. Lassen Sie mich frei und ich werde den Raub aufklären. Hm? Irgendjemand muss die Alarmanlage abgestellt haben. Inspekteur, sagen Sie mir, wo der Schlüssel ist. Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass ich ihn nicht aus meiner Jacke habe? Sie lügen mich an! Habe? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Gut, dann werden wir einfach wieder von vorne anfangen, Inspekteur. Ja, das ist mir alles durchaus bewusst. Aber es gibt da eine Schwierigkeit. Wissen Sie, der Schlüssel... Sehen! Egal wo, wir müssen einen diplomatischen Zwischenfall vermeiden! Ich werde nachher erstmal den Inspekteur im Gefängnis besuchen. Überlassen Sie nur alles mir. Wenn Sie sich nicht sofort darum kümmern, werden Sie vom Dienst suspendiert. Das ist ein Versprechen. Dürfte ich. Uniform! Hören Sie mir überhaupt zu! Haben Sie Schwierigkeiten, Sergeant? Lupin! Oh. Wollten Sie etwa das hier haben? Mein lieber Folofon, das ist doch keine Art, einen Freund zu begrüßen. Sie, Halunke, ich dachte mir schon, dass Sie dahinter stecken. Ihre genialen Schlussfolgerungen haben mich schon immer in Erstaunen versetzt. Oh, schließen Sie bitte nicht ab. Ich werde bestimmt hier drin ersticken. Machen Sie es sich so bequem wie nur möglich. Sie elender Gauner, gemeiner Verbrecher, Sie Schuft, das werde ich Ihnen heimzahlen. Sie sehen ihm zum Verwechseln ähnlich. Das Schwierigste wird sein, sich genauso dumm anzustellen. Hören Sie genau zu, Sergeant. Der Mann, der in diesem Fall die Fäden in der Hand hat, ist Lupin. Wir haben aber keine Beweise gegen ihn, Inspektor. Das war doch eindeutig eine Falle. Er versucht damit, meine Karriere zu ruinieren. Vielleicht ist er uns ja heimlich gefolgt und als wir nicht aufgepasst haben, hat er uns den Schlüssel weggenommen. Ja, mag sein. Aber wann denn? Haben Sie vielleicht während der Reise mit einem Fremden gesprochen? Mal nachdenken. Im Zug habe ich eigentlich niemanden getroffen, außer der charmanten Mayhem. Mayhem? Erinnern Sie sich etwa nicht, volle Frau? Bei der Gelegenheit hat sie uns doch zu dem Stierkampf eingeladen. Ach ja, der Stierkampf. Jetzt erinnere ich mich. Es überrascht mich, dass Sie das vergessen haben. Der Stierkampf hat Ihnen doch merkwürdigerweise gefallen. Wissen Sie, Chef, wenn ich so nachdenke, könnte es doch sein, dass Comtesse Mayhem den Schlüssel gestohlen hat. Und gleich machen Sie mir weiß, dass der Stier Schmiere gestanden hat. Wenn Sie den Fall so lösen wollen, sitze ich wohl für immer und ewig im Gefängnis. Aber Chef, ich wollte doch... Versuchen Sie nicht, mir zu widersprechen. Machen Sie sich jetzt an die Arbeit. Die Besuchszeit ist um. Lösen Sie den Fall und holen Sie mich hier raus! Mayhem. Lupin! Das werde ich Ihnen heimzahlen! Jetzt werde ich erstmal Ramirez anrufen. Aber der wird mir das bestimmt nicht glauben. Das muss ich schon ganz allein in die Hand nehmen. Frankreichs Ehre ruht auf meinen Schultern. Wenn Mayhem hier tatsächlich wohnt, dann hat sie aber Geschmack. Das ist ganz bestimmt das richtige Haus. Das heißt aber nicht, dass Sie auch finden werden, wonach Sie suchen. Vielleicht. Und wenn es nicht im Safe ist, werden wir woanders suchen. Haben Sie jetzt endlich beschlossen, mich freizulassen? Sie kommen raus, sobald Sie mir sagen, wo Sie den Schlüssel haben.
Fahren Sie mich bitte zur Kathedrale, Gonya. Wir müssen uns dort etwas anschauen. Und was ist mit Folliphant? Er wird sich doch inzwischen wieder befreit haben. Das hoffe ich. Und so wie ich ihn kenne, wird er zur Kathedrale fahren und mich dort suchen. Festgenommen. Dieses Mal werden Sie mir nicht wieder entkommen. Die Arbeit zwingt ihn in die Knie. Ergeben Sie sich, Mayhem. Sie sind umstellt. Träumen Sie was Schönes. Wissen Sie, wo sie langgefahren ist? Aber sicher doch. Dann schnell ihr nach. Ich glaube, Mayhem ist uns entkommen. Nein, sie ist sicher noch hier in der Gegend. Halt, Gonya. Fahren Sie ein Stück zurück. Ich hoffe, dass die Kopfschmerzen nicht zu schlimm sein werden.
Ist alles gut gegangen? Oh ja. Und die Mühe hat sich gelohnt, Gronja. Und denken Sie daran, ganz ruhig bleiben. Ja, ja, ich werde bestimmt ruhig bleiben. Das bekomme ich den ganzen Tag zu hören. Wie geht es Ihnen, Inspekteur? Sergeant, warum grinsen Sie mich so blöd an? Weil ich den Schlüssel gefunden habe. Stecken Sie ihn schnell wieder weg, sonst denken die noch, dass Sie mein Komplize sind. Wie haben Sie ihn gefunden? Es war Lupin. Ja, ja, ich weiß, Sergeant, Lupin steckt dahinter, aber wo ist die Statue? Konnten Sie Lupin festnehmen? Nun, das ist mir nicht so richtig gelungen, Inspekteur, denn wissen Sie, er konnte mich irgendwie einschläfern. Was sagen Sie da? Mit einem kleinen Ding durch ein Rohr, das er gepustet hat. So. Och, das letzte Mal habe ich Sie gebeten, diesen Fall zu lösen und Sie erzählen mir die ganze Zeit, dass Sie geschlafen haben. Das letzte Mal? Was wollen Sie damit sagen? Das letzte Mal, als Sie mich besucht haben, was dachten Sie denn? Aber Chef, ich besuche Sie doch zum ersten Mal hier. Sind Sie jetzt völlig übergeschnappt? Gehen Sie, nehmen Sie Lupin fest und beschaffen Sie die Statue wieder. Hm. Haben Sie das verstanden? Ich hoffe sehr, dass Sie das jetzt verstanden haben. Sonst muss ich Verdoux bitten, Sie wieder als Verkehrspolizist einzusetzen. Schluss jetzt! Ruhe! Haben Sie mich verstanden? Ja, ganz sicher, Chef. Ein Verkehrspolizist. Ein so begabter Detektiv wie ich. Wie demütigend. Niedergeschlagen, Sergeant. Lupin! Nicht den Mut verlieren, es wird alles wieder gut. Das wird es bestimmt, sobald ich Sie hinter Gitter habe, Sie gemeiner Verbrecher! Bedanken Sie sich etwa immer so beim Weihnachtsmann? Schauen Sie doch mal, ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Das ist ja die Statue! Ja, ich fand sie, als Sie Ihr Nickerchen hielten. Ich werde mich doch nicht für etwas bedanken, das Sie gestohlen haben! Sie werden jetzt Ihre Hände hochnehmen! Arsène Lupin, Sie sind vorläufig festgenommen! Da wäre ich mir nicht so sicher. Mit Patronen funktioniert es etwas besser. Ja, aber... Er hat doch eben noch hier gestanden. Wo ist er hin? Wenigstens ist die Statue wieder da. Schon einen Blick in die Zeitung geworfen. Es lohnt sich. Mein Artikel steht auf der ersten Seite. Ach ja. Zeigen Sie mal. Der Fall um die gestohlene Statue ist gelöst. Inspekteur Ganimard wurde aus der Haft entlassen. Sergeant Folefond ist es gelungen, die Statue sicherzustellen. Die Polizei sucht jedoch weiter nach dem vermeintlichen Dieb. Arsène Lupin. Was heutzutage alles in der Zeitung steht? Des Weiteren können wir berichten, dass die Statue der Kathedrale von Barcelona zurückgegeben wird. An Sergeant Folefort habe ich niemals gezweifelt, sagte Inspekteur Ganimard. Er ist ein guter Polizist. Was tue ich nicht alles für die Polizei? Sie?